Ja, und da sind wir auch schon live. Hi, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Doomsday, mit dabei der Venom. Einmal. Willkommen zu unserem Reingeschaut in Halo Infinite. Ja, das Spiel ist jetzt ein Jahr draußen und vor drei Tagen ist der Koop-Modus endlich rausgekommen. Und das möchte ich mir jetzt mit Venom mal angucken. Also, legen wir los mit Halo Infinite. Mit der Kampagne. Kannst starten. Wenn's geht. Hat man auf normal gemacht. Jo. Speicherplatzauswahl. Jo. Na dann. Let's go. Ich bin gespannt. Karte lädt. Das Spiel schon ein Jahr draußen, das ist nicht, dass der Koop-Modus draußen ist, also echt. Hat ja gar nicht gedauert. Ist richtig. Ist ja auch schwierig zu programmieren und so. Natürlich. Was sonst? Ja. Thank you.
Wir leben noch. Ich habe den Rest Energie in Ihren Anzug geleitet. Und jetzt runter. Ey, ich hab gerade nach unten gedrückt. Jetzt mal rechts. Ich mach hier auch nichts. Okay, ich dachte, du machst das. Fehlt nur noch links. Visierdaten und Motorik scheinen zu funktionieren. Aber es gibt wohl ein Problem mit den Servos in ihren Händen. Bewegen Sie sie. Ich weiß gar nicht mehr, was das Ende vom letzten Teil war. Ich hab keine Ahnung. Und wer steuere ich? Den Menschen da, oder was? Stimmt. What? Man muss mich ja immer beschützen. Lenn ich rum. Das war mal ein Halo. Da schon 5 Spiele, nee, 6 Spiele lang improvisieren. Kriegsschiff Gebrakon. Wie sie das mit dem Koop gelöst haben. Nach einem Jahr.
Das war's. Was auch natürlich. So ein Zufall. Das perfekte Magazin für die Waffe. Na gut, neue Waffe. Zufällig. Okay, wir sind einfach zu zweit jetzt. Weißt du, durch Scannen werden deine aktuellen Ziele und deine zugehörigen Wegpunkte sowie Waffen, interaktive Objekte und Sammelgegenstände. Ey. Du hast jetzt auch für mich weggedrückt. Okay. Ja, wir sind jetzt einfach zu zweit. Der Stasestrahl aktiv ist, hängen wir zwei Spartans, ja. Stasestrahl, Waffen, alles. Ring. Oh, wie kommen Sie ja, zurück? Eins ist Hagen. Mir fällt schon was ein. Nicht weit. Feindliche Schiffe, Basestrahl gefangen. Cool. Erste Scans ergebnislos. Ich hab ne Schrupfe. Trupp entsenden in Hangar 1. Das ist Scan. Okay. Eliminiert alle Überlebenden. Eliminieren! Chief! Geht nicht dabei. Was soll, was Sie vorhaben? Bitte schnell! Was ist denn Augen, Mensch? Ja. Komm mal zu dir. Oh, ein schönes Spielzeug. Nee, noch keine Gegner anscheinend. Der Greifhaken. Ja. Das Aufheben. Wir müssen da hoch. Gehen wir doch mal da hoch. Front. Gut, dass du mir erstmal zweimal den Schuss reinrennst. Hab's gar nicht gesehen. Was ist das denn? Okay. Aber. Gunplay ist ganz geil. Mit dem hat man so auch bei Halo Wars zu tun gehabt, gell? Mhm. Ich traf ihn. Wie viel Zeit ist da jetzt vergangen, seitdem er verloren hat gegen ihn? Nein, nicht. Weil ich glaube nicht, dass das gleich im Anschluss passiert ist, dass er aufgegabelt wurde. Was ist denn das? Munitionskiste, Munition. Aha. Okay. Das ist mal aber verforderlich, haben wir nicht. Ich hab nur ein Nadelwerk. Hier ist auch ein Nadelwerfer. Brüder bis zum Schluss. Wir sind sein Feind.
Spinne. Fressen Vermelder. Er ist genau hier jetzt am Bord. Oh, so lässt mich so. Hä? Nur weil ich mich in die drei Leute reingehackt hab. Da kannst du ja auch die Gegner reinziehen, oder was? Mhm. Hab ich noch gar nicht getestet. Einmal aus dem Ziel. Abwurfbasis 763 Kapazität. Keine großen, vielleicht nur so ein bisschen die beste Idee. Vielleicht nicht, ne. Energieextraktor 256. Da, da. Einsatz in Kürze. Sind die Gegner hier? Da. Ja. Sensorpunkt 334 beschädigt. Von der Leitung nehmen. Abhauen! In Richtung! Ja, das geht sogar. Koordinaten von Festung 55 erhalten. Sofortiger Einsatz. Das Fahrstuhl, den wir auch nehmen sollen. Es gibt Plasma-Schock, Hartlicht und noch irgendwas. Kinetisch. Letzte Vorbereitungen beginnen. Ob es auch die Waffen gibt hier, die bei Guardians dabei waren, diese, die sich so komisch aufgebaut haben. Keine Ahnung. Die waren echt geil. Also vom optischen her. Wir scannen uns auf jeden Fall auch was Neues. Das ist eine Invasion. Wie sollen wir nur dagegen ankommen? Die haben doch schon gewonnen. Vielleicht sind hier draußen nur noch wir zwei übrig. Dann gibt es Hoffnung. Sehr jetzt endlich weitergehen. Weitergehen. Na, die zweite Staffel ist ja bestellt, aber. Ich glaube, das dauert. Hier ist ein Audiolog. Ja. Wow. Das Ende der Infinity. Ja, da ist Taschenlampe. Feuerteam Taurus, wir treffen uns bei Dock 18. Wir müssen zur Oberfläche. Verstanden, sind unterwegs. Alle anderen Spartans, wer sich noch auf der Infinity befindet, begibt sich sofort zu den Rettungsbooten. Windfall 1, Einheit unterwegs. Was sehen Sie da draußen? Überall Verbandenfahrzeuge, in der Luft und am Boden. Ist sicher eine harte Landung. Alles klar. Aufpassen, wir sehen uns unten, Spartans. Verstanden, Griffin. Legen wir los. Unsere Herrschaft absolut. Ruf der Verband. Nicht mehr lange. Marschen. Alter, wenn du den Speed mitnimmst von dem Haken ranziehen und dann noch B drückst zum Rutschen, dann hast du übel Speed. Nee. Nein. Hey, meine Waffe. Da kann man Granaten wechseln. Meine Waffe ist weg. Meine Waffe gerade weggeschmissen. Nein. Kannst du eh alle zwei Meter hinterher. Ja, aber ich will die wieder haben. Ah, nimm mal das Maschinengewehr. Guter alte Maschinengewehr. Ich bin leer.
Man kann sogar, während man sich ranzieht, schon schießen. Leer. Unten 100 hier ist für das normale Sturmgewehr. Ich hab Schrotflinte gehabt. Ja, ich hab dasselbe Munitionsart. Was ist das denn für eine Waffe? ETF? Revolver? Jetzt haben wir ein dickes Wäffchen. Ja. Jetzt können sie kommen. Du bist aber langsam damit. Oh, ich war falsch, oder? Ja. Wartet auf mich. Ey, was ab? Wir haben ein neues Problem. Wir? Wir müssen hier verschwinden. Ich arbeite dran. Bitte schneller. Der Pelican ist gleich an Bord und hat immer noch keinen Saft. Die dürfen mich nicht kriegen. Da bist du ja. Ich habe sehr großen Gefallen in den Haken gefunden. Der macht Schaden. Ist tot oder was? Kein verbündeter Spawn verfügbar. Den habe ich etwas unterschätzt. I'm back. Armseliger Mensch, warum kämpfst du nicht? Halt. Waffe? Ah, da ist er. Die wollte ich doch. Ist immer keiner mehr da. Oh, doch. Wir schützen die Unseren. Jetzt dürfte keiner mehr drin sein. Ja. Gehen wir mal zur Schalttafel. Oh. Das hat nicht funktioniert. Oder so. Es ist gesperrt. Erfordert einen Hack. Okay. Und können Sie das? Nein. Neuer Plan. Das Schiff hochjagen. Wow. Sie wollen das Schiff zerstören? Mit uns an Bord? Ich werde hier drauf gehen. Improvisieren, ne? Es verlaufen Kühlleitungen zu den Hauptantrieben. Und? Ich heize uns etwas ein. Schon geht. Da mal Crunch.
Orbit. Sagen Sie den Namen gar nicht. Wir müssen ja eh oben das Knöpfchen drücken. Mach das mal. Beziehungsweise den Hebel benutzen. Über Sie. Kehren Sie schnell hierher zurück. Ich weiß nicht, wie lange das Schiff noch zusammenhält. Auf den Weg.
runtergefallen. Laden. Langsam. Ich weiß nicht. Das wird ziemlich knapp. Da haben wir voll den nicht. Kein Problem, dass er spawnt. Wow. Das war blöd. Bin ich auch tot. Ich hab's gesehen. Bin runtergerutscht. So, das war's. Halo zu Ende. Das war die Geschichte vom Master Chief. Sie versuchen reinzukommen. Auf dem Weg. Noch einmal. Sehen? Warte, ich kann nicht. Laden. Langsam. Ich weiß nicht. Das wird ziemlich knapp. Zu knapp. Halo 2 war der einzige Teil, wo es Sinn gemacht hat, einen Koop-Partner zu haben, gell? Weil du ja eh zu zweit unterwegs warst mit dem Allianz-Typen. Oder? Sonst hast du ja immer zweimal Master Chief gespielt. Außer in Teil 2. Weiß jetzt nicht mehr so genau. Stech dich schon. Weil da hast du ja mit dem Allianz-Team zusammengearbeitet. Das war mal ein Halo-Ring. Cortana ist ja auch nicht mehr. Immer noch Microsofts größte Marke, ne? Die aber auch schon angeschlagen ist. Verstanden.
Wieso ist das ein Allianz-Typ? Das ist so eine ganze Rasse hier, diese Eliten. Die sehen doch alle so ähnlich aus. Och, die Lore von Halo ist nicht mehr so einfach. Hm. Nach 6 Teilen. Was meint er mit Atrix ist tot? Verstehe ich nicht. Ja, keine Ahnung. Ist hundertprozentig noch nicht tot. Weiter geht's. Es ist nicht sicher. Rückzug. Ganz schön. Okay. Boah. Das sind doch die Eliten, die da das Schild haben und so. Oh. Und die ja normalerweise mit dem Schwert und so umrennen. Achtung, ein Verbandengeschwader ist auf dem Weg. Aber haben die schon immer mit den Verbanden gearbeitet? Wahrscheinlich gibt es davon auch welche, die... Eine Zusammenfassung für den ersten 5 Teilen wäre noch zu gewesen. Noch mehr Einheiten. Ihre Waffe scheint was wert zu sein. Was macht man das? Also. Noch, ja? Ich sehe einen Zugang in der Wand vor mir. Ich hab keine Ahnung. Reingehen, Waffe finden, dann können wir weg. Stimmt's? Na, schauen wir mal, was kommt. Da ist er. Ja, mein Nadelwerfer nehmen. Passen Sie auf, da kommen noch mehr. Sie haben die vorhin echt sauer gemacht. Wenn sie kommen. Was sind denn das für Raumschiffe? Ich weiß es nicht, es ist wunderschön. Und kaputt. Wirklich, wirklich kaputt.
Ich muss weiter. Hier sind verbannte Schiffe. Überall. Man sollte nicht schießen, während man über einen Abhang mit einem Haken. Alter, den sein Ziel. Nahkampf. Ich wollte eigentlich zwischen das Loch schießen, hat aber nicht funktioniert. Zeig dich. Also. Ist gefallen? Da. Ich hab ihn wiederbeleben. Nee, musste nur. Leute, steht mal vor mir, ich dachte, du wärst ein Gegner. Muss ihn irgendwie von den Gegnern weggehen, zum Wiederbeleben. Alles Lappen. Ich hab meine Beute. Muss mal. Wie wechselt man die Granaten? Ah. Oder Kreuz links. Okay. Wenn du wüsstest, wie du stirbst. Ist in mir. Wie du stirbst. Hui. Geworden oder was? Und wir müssen ja den Greifhaken sinnvoll machen und sowas. Ah. Sinnvoll ist der immer. In jedem Spiel. Ist hier links irgendwas? Gegnert!
schnell, Junge. Ernsthaft, 8% gab mir die Waffe jetzt nur. Frech. Was sind das für Dinger? Das stammt von den Blutsvätern, oder? Hab Geschichten gehört, aber Mann, das ist verrückter als gedacht. Das sieht aus. Dumme Frage. Woher wissen Sie, dass das keine Falle ist? Tu ich nicht. Toll. Das weiß der ich nie. Ich hoffe nur, Ihre Waffe ist dieses Risiko wert. Mehrere feindliche Schiffe auf dem Weg hierher. Zu viele. Uns läuft die Zeit. Cortana? Nee. Ja. Als Cortana 2.0. Hast du das? Nein. Meine Entfernung hat eine Reaktion des Rings ausgelöst. Hat die auch einen richtigen Namen? Siri oder Alexa. Diese Stimme, das ist Cortana. Nein, das ist sie nicht. Nur Staub und Echos. Was sagst du da? Wieso? Bloß Datenteile, die zirkulieren, bis ihnen die Energie ausgeht. Überall um uns. Aber ich gehe mal kurz auf Toilette, gell? Bin gleich wieder da. Mhm.
Bin wieder da. So. Was läuft hier rum, Kind? Da vorne ist irgendwas. Ich spüre, wie es nach mir ruft. Ja, natürlich. Alles leer. Zeit für den Kampf. Das sind die Verbannten? Bestätigt. Die riechen ja noch schlimmer, als ich dachte. Du kannst sie riechen? Sensoren in ihrer Rüstung riechen. Und ich analysiere die Daten. Sie riechen übrigens gut. Okay. Scharfschützengewehr. Dort, da drüben. Das ist die Quelle. Die Brücke ist aus. Ja, das stimmt. Vielleicht gibt es hier was, um sie zu aktivieren. Ein Energiekern brauchen wir. Sie sind hier, weil sie auserwählt wurden. Thank you.
Yep. Sehe ich auch so. So, wann kommt die oben Wirt? Wende. Habe ich was verpasst? Eine Datei wurde entsperrt. Auf der Oberwelt bist. Wir brauchen einen Weg hier raus. Macht Sinn. Oder so. Mal sehen. In der Nähe ist ein Durchbruch. Also müsstest du hier oben wohl, oder? Waffen. Nur einen Moment, dann aktiviere ich diese Brücke. Wir haben Gesellschaft, Chief. Treffen Sie mich am Sockel da vorne. Überraschung! Lass uns mal testen. Der Grunt, der schwebt bei mir. Das ist vielleicht. Ja. Nur noch 6% in der Waffe. Sehr nervig. Trevanius wird sich meinen Namen merken. Alle. Wie kannst du doch Plasma aufhören? Sieht das Scharfschützengewehr unter Plasma? Weiß ich nicht. Ja, geil. Ich denke mal, Prozent sind alles Plasma-Waffen. Okay, die behalte ich jetzt bis zum Ende des Spiels. Hm. Wo willst du hin? Weiß noch nicht. Wir müssen da lang. Wahrscheinlich die nächste Brücke. Wow, das ging schnell. Sie scheinen nicht gerne zu trödeln, was? Nein. Ist notiert. Dann los. Oh. Oh, ist Scharfschützenstelle. Bam. Hey. Verbrannten Audiolog. Ah, ja. Trevanius hat das Objekt gefunden. Selbst in meinen düstersten Augenblicken, wenn ich mich verloren fühle, bewundere ich Atriox Weisheit. Ich bereue meine Zweifel an seinen Reden über die Blutsväter, über ihre Lügen. Verborgen in diesem verlassenen Ring. Atriox, höre meine Stimme. Dein Wille ist absolut. Die Verbannten, deine Seele in Ewigkeit. Brauchen Kern. Oh nein. Was ist los? Der Schwerkraftlift sollte betriebsfähig sein. Wir müssen ihn irgendwie wieder in Betrieb nehmen. Dieses Objekt. Es speist den Ring mit Energie. Ein sogenannter Energiekern. Ah.
Chief, halt! Wie ist... Ist das ein Spartan? Finden wir raus, was passiert ist. Guardian, oder? Jilnia-Anzug-Upgrade. Wir sind Spartan. Eigentlich sowas wie. Oh, es gibt eine Karte auf jeden Fall, wenn du Select drückst. Vorposten. Okay. Wir sind da. Der Aufzug sollte uns an die Oberfläche bringen. Also die Schilder kannst du von denen auch hochreißen, wenn du den Haken an die wirfst. Da reißen die den Schild hoch. Cool. Gut zu wissen. Nicht wegrennen. Hier geblieben. Aufzug herabrufen. Suchen Sie ein Bedienterminal. Da brauchen wir wieder einen Kern. Schock. Hast du den Kern schon gefunden? Nein. Die Oberfläche erreicht. Wo ist der Kern? Der wird ja wohl nicht so weit weg sein. Wie sieht der aus? Der ist so flach, oder? Normalerweise war der auch immer in so einem Terminal drin. Bisher. Okay. What?
Wollen jetzt echt hier so ein Ding suchen? Was ist das alles? Genetische Archive. Blutsfetter, Speichermedien. Silexe. Alter. Woher weißt du das? Ich saß in diesem Raum 6 Monate mit ihnen fest. Und die Dinger reden. Eine Menge. Audiolog. Hier ist Sanitäter Lucas Browning. Wenn Sie das hier finden, müssen Sie verstehen, die haben mich gezwungen, Ihnen zu helfen. Was immer das hier ist. Sie haben es hochgebracht von unten, als es geöffnet wurde. Gott, das war was anderes. Habe ich noch nie gesehen. Sie müssen mir glauben. Es ist nicht meine Schuld. Na, dann machen wir weiter. Der Aufzug bezieht seine Energie aus dem Ring. Nun, war bei dem Audiolog. Der Kern fehlt leider. Oh, noch einer? Was? Und dann muss ich halt da reinstecken. Ich hab den gerade da drüben reingesteckt. Das ist richtig. Okay. Mit Gegnern. Da war gut. Klebeschilde. Der hat mich schon umgelegt. Das ist wahr. Leide! Keine Granaten im Werb. Ich zeige Asche meine. Deine Haut! Aua! So, Granate sprengt ja nicht zu viel rum. Die anderen beiden Granaten weggemacht. Ist das alles? Er war feindselig. So wie er aussieht, war er eine Art Anführer. Sie nannten ihn Dremonius. Hat sich erledigt. Das ist schon fast komisch.
Der tiefe Schuss. Im Anflug. Wiederhole. Mehrere Verbandenschiffe nähern sich ihrer Position. Die haben sie im Visier. Ja. Sierra 117. Verstanden. Ich habe versucht, sie zu erreichen. Sie waren weg. Ich dachte schon, ich wäre... Okay. Hab ihre Position. Bin unterwegs. Bereit machen. Komm jetzt auf die Oberfläche. Wow, was für ein Tipp. Durch Klettern kannst du höher gelegene Orte erreichen. Glückwunsch. Ob es meine Lieblinge wieder gibt, die Hunter. Stimmt. Was ist denn das? Spartenkern aufheben. Du hast einen Spartenkern erhalten. Diese wertvolle Mjölnir-Komponenten dienen der Aufrüstung von Ausrüstung. Ja. Mit Select Upgrades. Der Greifhaken betäubt erfasst Gegner für eine Sekunde und erhöht die Schildkapazität. Na, dann nehme ich doch das. Zack. Aber beim nächsten brauchst du zwei. Okay. Ach, wo war das? Select hast du und dann Upgrade mit RB. Was, Greifhaken oder Schild? Ich hab Schild gemacht, Alter. Das ist die Karte von Halo Infinite. Die ist nicht klein. Vorposten. Musste Vorposten einnehmen, das erinnert mich ein bisschen an Far Cry. Um die Sachen hier freizuschalten, oder wie? Verstärkung. Noch ein Silex. Dieses Mal offen. Was da wohl drin war? Noch ein Problem. Oh, am Ende kriegst du ein... Warum so zynisch? Ist Wahnsinn. Vielleicht was Gutes? Glaub mir, ist es nicht. Okay. Die schlafen hier. Oh, Doppelkill. Das ist ein Fackheim. Wie kommen wir hier raus? Ein Terminal, da drüben. Was ist das? Skiver. Also Raketenwerfer, oder? Alter. Nee, auch schon hart. Sniper. Vier Schuss. Nur einen Moment. Von hier aus müsste ich die Kontrolle übernehmen können. Also ist Femonius gefallen. Ein Opfer der Macht des Master Chiefs. Doch täuscht euch nicht, er war nicht der Beste der Verbannten, in keiner Hinsicht. Es scheint mir so, wir wurden einander nicht vorgestellt. Aber natürlich kenne ich dich, Spartan. Deine Legende, die Furcht, die du erwächst, ist beeindruckend. Die Hoffnung, die du in den Herzen deinesgleichen erwächst. Trügerisch. Du sollst auch meinen Namen kennen und auch meine Legende. Wie sonst sollst du um Gnade flehen? Ich bin Asheron, Kriegshäuptling der Verwandten. Dies ist jetzt meine Welt und dir bleibt nur noch wenig Zeit darin. Das ist Halo. Wow, sehen Sie nur. Es ist so... Hübsch. Voller Monster, die uns umbringen wollen. Na, oh, geht. Bei mir. Was? Sie müssen einen Landeplatz für mich freimachen.
Angreifer. Wow. Der Außenposten wird angegriffen. Trimonius ist gefallen. Oh. Wer den Spaten tötet, nimmt seinen Platz ein. Eine Waffe? Das wäre toll. Schuss habe ich noch. Da sitzt einer am Geschütz. Die Granate war neu. Elektrogranate. Ich hab für meine Snaberlader keine Munition. Versammelt euch beim Trimonius Außenposten! Na sowas aber auch. Lass mal ein Auto in den Spaten auf der Stelle! Das Schild können die Nerven langsam ein bisschen. Die Tour der Festung der Menschen ist vollbracht, Trimonius. Du hast unsere Truppen gut gefährdet. Atriox wäre stolz. Ich stirb! Als Zeichen unseres Triumphs werden die Truppen vor Ort sofort einen neuen Außenposten errichten. Einen von vielen auf dem heiligen Grund unserer neuen Heimat. Wir werden diese Festung im Schatten ihrer Niederlage errichten. Ein Monument ihrer Schwäche und Feigheit, wo so viele von ihnen gefallen sind. Escheron hat verfügt, dass sie nach dir benannt wird, Trimonius, um Anführer dazu zu inspirieren, deinem Beispiel zu folgen. Von den Menschen. Das sind Rinds ja gar nicht mehr. Und so geht die Jagd weiter, bis der Schädel zerquetscht ist. Dank deiner Bemühungen rückt dieser Tag schnell näher. Wo er jetzt? Ich nehme noch mein Spielzeug mit. Der ist ja mal also was er ist halt. Keine Ahnung. Wenn, dann wüsste ich nicht wie. Das war der letzte. Ist da hat noch sicher? Einen Punkt nämlich gehabt. Das ist schon sicher. Hier gibt's Maschinengewehr. Wenn ich mich irgendwo einhacken kann, verspreche ich aussieht. Ihnen, dass Ihr Freund sicher in der Basis landet. Das ist ja geil, wenn du hier durchguckst, siehst du, dass das Weltall da drunter ist. Das sieht cool aus. So sieht der Halo von innen aus. Nix Erde. Voll die Verarsche. da müssen wir dran. Jetzt unser Außenposten hier, oder wie? Yay.
diese Waffe gefunden? Mit dem Namen Waffe. Das ist der Ursprung des Notsignals. Das ist unsere Position. Hast du gerade oben links gesehen, was da alles ist? Das war, bis vor 2 Minuten, noch ein Verbandenvorposten. Da fehlt noch was. Ich sage wahr, weil er jetzt uns gehört. Yay. Chief, wovon redet sie da? Jetzt kommt der coole Teil. Den Verbanden sind noch mehr UNSC-Vorposten in die Hände gefallen. In die Pranken. Die haben ja Pranken. Jeder ist mit einem Gebiet verbunden. Hier ist die Position des UNSC-Signals, das ich verfolgt habe. Und 2 weitere Vorposten. Mhm. Mit anderen Worten, hier hast du Nebenaufgaben. Mein Lieber, ob das so zu Halo passt? Ach, das ist mal was anderes. Abgeschlossen. Bin einsatzbereit, Chief. Wir fehlen noch 3 Sachen. Bis drauf auf Tapferkeit. Verdiene Tapferkeit, um Waffen, Fahrzeuge und Marines Einsendungen in kontrollierten Vorposten freizuschalten. Entsendung. Was? Entsendung, nicht Einsendung. Ist dasselbe. Korinthenkacker. Nicht ganz. Ja, gut. Dann würde ich sagen, soll es das gewesen sein mit den Reingeschaut in Halo Infinite. Wie ihr jetzt gesehen habt, hat sich das Spiel jetzt ein bisschen in Richtung Open World verändert im Vergleich zu den früheren Teilen. Ist schon ein Far Cry geworden. Ja, man muss halt mehr sehen, um das genau sagen zu können. Aber ich finde, durch das Gunplay macht das Spiel auf jeden Fall ziemlich viel Spaß. Und ich sag mal so, wer einen Game Pass hat, hat das Spiel sowieso schon vor einem Jahr gespielt. Die spielen jetzt, wenn, dann höchstens noch einmal, um mit einem Kumpel durchzuspielen. Jetzt, wo der Koop-Modus da ist. Und ja, wie gesagt, ist im Game Pass kostenlos. Also macht er ja eh nichts falsch, wenn er das sowieso schon habt, den Game Pass. Aber wenn du den Game Pass noch 5-mal, dass du von Microsoft noch bezahlt wirst. Ja, nee, leider nicht. Habe ich schon erwähnt, dass das Spiel kostenlos im Game Pass ist. Mhm. Und ja, schaut es euch an, wenn ihr den Game Pass habt. Ja. Ansonsten wartet, bis im Angebot ist. Und ja, das soll es gewesen sein von mir und Dennis. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Das dürfte dann theoretisch. Was dürfte das sein? Ah ja, The Devil in Me. Ist ja das nächste Spiel, was ansteht. Auch mit mir und Venom im Koop. Wahrscheinlich wieder in einem Video einen kompletten Rutsch durch. Und ja, bis dahin. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis später.